Hallo, liebe Freunde, hier sind wieder Revoluz und Hägerli. Und heute spielen wir mit einem alten Kinderblech-Spielzeug. Wie immer. Wie immer. Wir sind ja alte Kinder. Ja, dann kann es ja nur Spaß geben mit dem Lilliput Express. Ja, 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 ja. Und die Begeisterung ist nicht zu überhören. Das ist ja genial. Revoluz kann es nie erwarten, bis endlich alles ausgepackt ist. Deswegen haben wir diesen Vorgang ein bisschen beschleunigt. Und dann noch eine kleine Überraschung, buchstäblich am Rande. Menschen. Und die schneiden wir alle aus. Was? Na ja, klar, die sind zum Ausschneiden und dann zum Aufkleben. Ist nicht wahr. Ja. Und da auch? Ja. Gibt's ja nicht. Geniales Spielzeug. Deshalb diese Klebelasche. Ja. Hier ist der Bahnhof. Ja. Da ist der Lilliput-Express, ja. Der Tunnel und das Betriebswerk bzw. Stellwerk. Ein Meter ist gleich 100 Meter, es ist 1 zu 100. Ja, das kommt hin. Soweit ist erstmal alles klar und dann noch ein Blick auf das Bahnhofsgebäude in der Moderne der 50er. Runter ist die Umlenkrolle für die Bahn, die auch durch den Tunnel aus Pappe fährt. Die Schnur, mit der das Fahrzeug angetrieben wird, muss noch ein bisschen ausgerichtet werden, aber hier sieht man, wie sie verläuft. Und ein Gebäude muss fixiert werden, damit man dann richtig spielen kann. In der Beschreibung steht, ohne komplizierte Hilfsmittel kann der kleine Bahnvorsteher den Zug ferngesteuert folgende Befehle ausführen lassen. Vorwärts fahren langsam, Vorwärtsfahrt schnell, halten an jeder gewünschten Stelle, Rückwärtsfahrt langsam, Rückwärtsfahrt schnell. Und weiter? Für diese vielseitigen Funktionen wird kein elektrischer Strom gebraucht, das heißt billigster, völlig gefahrloser Betrieb. Auch das störende, ständige Aufziehen eines Uhrwerkes gibt es nicht. Der Bahnhof wird einfach an einem Reißnagel befestigt, das haben wir ja gesehen, die Schnur über die Rollen in Bahnhof und Stellwerk gelegt und gespannt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die beiden Schienenstränge nicht ineinander verwickeln und zwischen die Radgrenze des Zuges zu liegen kommen. Daraufhin lässt sich der Zug spielend leicht durch die Handkurbel dirigieren, während die linke Hand das Stellwerk festhält und die Schnur spannt. Die Bahnstrecke kann beliebig verlängert werden durch einfaches Anbringen einer längeren Schnur. Der Zug bewältigt auch Bergstrecken mit großer Steigung, zum Beispiel Mutters schräg gestelltes Bügelbrett. Also ich bin total begeistert. Ich bin total begeistert, weil man mit einfachsten Mitteln eine komplette Eisenbahnanlage aufgebaut hat. Für Kinderhände absolut geeignet. Bis sie es wegschmeißen, weil sie es nicht richtig hinkriegen. Ja? Und dann lieber mit dem Papa seiner merklichen Eisenbahn spielen. Das war das Schlusswort. Bis denn und tschüss.